In einem unserer Beiträge war kürzlich auf einem Fahrzeug aus den 80er Jahren zu lesen, Legenden haben kein Verfallsdatum. Erst recht trifft dieser Spruch natürlich auf die Automobile zu, die aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg stammen. Am Sonntag trafen sie sich alle wieder am August-Horch-Museum zur 6. Auflage der Horch-Klassik. Noch ist die Startflagge in Ruhestellung, aber nicht mehr lange. Mit 176 Fahrzeugen und 370 Teilnehmern konnte sich die 6. Horch-Klassik durchaus wieder sehen lassen. Auch in diesem Jahr trafen sich Old- und Youngtimer an den ehemaligen Audi-Produktionsstätten und ließen die Automobilgeschichte wieder aufleben. Denn die Fahrzeuge im Museum zu begutachten ist die eine Seite, sie auf der Straße zu sehen oder gar selbst zu fahren, eine ganz andere. Und so wurde auch hier vor dem Start nicht nur an der Vorbereitung der Fahrzeuge gewerkelt, auch das Fachsimpeln gehört hier zum guten Ton. Sind doch oft genug Technologien verbaut, die man heutzutage gar nicht mehr kennt. Der wesentliche Unterschied ist da, die haben veränderte Ansaugkanäle gehabt. Weil der erste Motor hatte längere und schmälere Ansaugkanäle, dann ist die Luft zu heiß geworden, dann die permanent überhitzt. Zahlreiche Teilnehmer hatten sich auch das entsprechende Outfit zugelegt, ganz stilecht. Im Mittelpunkt aber standen ganz selbstverständlich die Fahrzeuge. Die ältesten stammten aus dem Jahre 1919, sind also fast 100 Jahre alt. Und die Spanne reicht bis in unsere Tage zu Fahrzeugen aus Ost und West, die manch heute 50-Jähriger noch im Alltag kennengelernt hat. Den Anfang machte pünktlich 9 Uhr der Geschäftsführer des Automobilmuseums, natürlich in einem Horch. Mehr Horch ging eigentlich nicht. Rein 8 Zylinder, ein Horch 951A, das Pullman Cabriolet, gefahren von Thomas Stiebig, dem Leiter des August-Horch-Museums. Das gute Stück, naja, die Motordaten seien mal noch nachgereicht mit 5 Litern Hubraum aus dem Rhein 8 Zylinder und 120 PS. Ist man auf der heutigen 170 Kilometer Runde gut unterwegs. Ja, damals gab es noch keine Computer, keine Windkanalprüfungen und auch kein ökologisches Bewusstsein. Hier stand nur Komfort, ja Luxus im Vordergrund. Ganz anders beim ersten Wertungsfahrzeug, dem legendären Ford Model T von 1919, gleichzeitig der älteste PKW der Ausfahrt. Das erste preisgünstige Auto für jeden. Erhältlich, so Henry Ford damals, in jeder Farbe, solange es schwarz ist. Auch für dieses Gefährt mit 5 PS aus 200 Kubikzentimeter Hubraum wird die 164 Kilometer lange Strecke zur Herausforderung. Gewidmet war die 6. Horch-Klassik übrigens einem weiteren Zwickauer, der noch heute sein Grab auf dem Hauptfriedhof hat. Dr. Rudolf Stöss errang vor genau 110 Jahren auf einem Horch den Sieg in der legendären Herkommerfahrt, einer Geschwindigkeits- und Zuverlässigkeitsfahrt für PKW. Und genau am Hauptfriedhof entlang führte die Strecke in diesem Jahr in nordöstliche Richtung ins mittelsächsische Hügelland. Felder, soweit das Auge reicht, und dazwischen eine einsame Landstraße. Kein Wunder, sind wir doch in Amerika, auch wenn dieses Amerika bei Penich im Tal der Zwickauer Mulde liegt. Die Namensentstehung ist schnell erzählt. Seit 1863 befand sich hier eine Cartoon-Druckerei, für die Besucher nur über die Mulde erreichbar. Mit einem Kahn wurde man damals über den recht ruhigen Flussteil wie über den großen Teich befördert. Und das war bereits damals das Synonym für eine Reise in die Vereinigten Staaten. Ab 1876 gab es dann die Bahnstation Amerika an der Strecke Glauchau-Wurzen. Die Oldtimer-Fahrer fanden Gefallen am Abstecher in die neue Welt. Hallo, willkommen in Amerika. Schön. Wie war die lange Fahrt bis viel zu kurz bis dahin. Viele Überfälle in der Prärie. Nee, nicht dergleichen. Und ansonsten alles fit. Alles fit, doch. Alles gut. Gut. Ausgiebig. Ja, kann man ja nicht machen. Ich will mal ausgiebig weiterfahren. Und gerast auch noch. Nee, kann ich mit so einem Auto rasen? Was für Leistung hat hier? Ja, das ist natürlich relativ. Ganz normal gefahren. Bereits gegen 15 Uhr waren die ersten wieder zurück am Ausgangspunkt in Zwickau.
Die Organisatoren können sich nun an die Planung der Strecke für das nächste Jahr machen, denn nach der Horch-Klassik ist schließlich vor der Horch-Klassik.